7 Jahre bin ich jetzt schon hier in diesem Dorf. Und ich kam nicht her, weil ich es wollte. Niemals. Niemals hätte ich gedacht, dass ich nie wieder weg will von hier. 36 Häuser, 170 Seelen sind vielleicht nicht wichtig für den Rest der großen Welt, doch sie sind mein ganzes Leben. Hier gehöre ich hin, Gott selbst hat mich hierher gestellt. 36 Häuser, 170 Seelen, auf der Karte nur ein Punkt, kein Bahnhof, kein Hotel. Kühe, Schafe, Ziegen, Katzen auf den Stiegen, dunkel die Gesichter, doch die Augen klug und hell. Menschen, die sich streiten und versöhnen und verstehen. Menschen, die nur ernten, was sie sehen. Reiche und Arme, ich lieb sie alle. Menschen, die verzweifelt sind und Menschen, die sich freuen. Menschen, die oft tun, was sie bereuen. Schwache und Starke, ich mag sie alle. Häuser, 170 Seelen sind vielleicht nicht wichtig für den Rest der großen Welt, doch sie sind mein ganzes Leben. Hier gehöre ich hin, Gott selbst hat mich hierher gestellt. Und wenn mich heute vieles auch stört, Gott will, dass wir uns achten. Vieles scheint mir völlig verkehrt, aber ich liebe mein Steckst du also? Kesopreser, der Bürgermeister weist mir seine Ehre. Ja. Was ist? Drücken dich deine Sünden? Ich bin diese verfluchten Treppen raufgestiegen, um dir meine Hand anzubieten. Deine Hand? Ja. Willst du mich heiraten? Ach, Stupidata! Ich biete dir einen Waffenstillstand an. Ein Bürgermeister muss für alle da sein. Mich täuschst du nicht, das ist wieder einer deiner bolschewistischen Tricks. Nein. Es ist mein Ernst. Lass uns das Kriegsbeil begraben. Nur wenn wir Hammer und Sichel auch begraben. Ich bin fertig. Nimm mein Angebot an oder schlag es aus. Ein Bürgermeister muss für alle da sein, sagst du? Jawohl. Wir Kommunisten sorgen für das Gemeinwohl. Gut, dann sieh dir den Riss an. Bald kracht der ganze Turm zusammen. Das Gemeinwohl verlangt die Renovierung. Sofort. Das ist Sache der Kirche. Die Gemeinde hat kein Geld. Wollt ihr nicht den Brunnen erneuern? Kostet das kein Geld? Das wird sich schon finden. In Moskau, nehme ich an. Sag Stalin, er soll auch was für meinen Kirchturm springen lassen. Ich hätte nicht raufkommen sollen. Mit dir ist nicht zu reden. Hey, wolltest du mir nicht erzählen, dass deine Frau ein Kind bekommen hat? Nur kein Neid. Wer ist der Vater? Was? Du schmeißt dich vom Kirchturm. Meine Sophia beleidigst du mir nicht. Ich mach dich kalt, du Kuttenfurzer. Scusa, eine harmlose Bemerkung. Ich wollte niemanden beleidigen. Ich denke, in deiner Partei ist man für die freie Liebe. Och, Mother. Ciao. Hey, Propiora, Zeit für die Abendandacht.
Musik.